Könnt ihr mich hören? Hey, ich brauche mal so ein verbales Feedback. Also schaltet bitte eure Mikrofone ein. Ich hätte gerne mal so ein... Ja. Lebt ihr da draußen, dann geht es uns ein bisschen besser. Ja? Okay. Klasse. Mensch, eine ganze Menge bekannte Gesichter sehe ich dort. Gell? Das ist klasse, dass ihr da seid. Macht euch bitte sichtbar, schaltet eure Kameras ein. Es ist einfach schöner, wenn wir uns untereinander richtig gut sehen können. Ja? Ton ist da. Klasse, sehr gut. Okay. Ganz herzlich willkommen zum 6. Fahrschulforum. Seit einem halben Jahr machen wir nun schon diese Fahrschulforums. Was ist denn der Plural von Forum? Weiß ich gar nicht. Ne? Zum 6. Mal machen wir das Fahrschulforum. Haben im Januar gestartet. Die Idee dahinter ist einfach, für mehr Schwarmintelligenz zu sorgen, für mehr Netzwerk, für mehr Austausch untereinander. Und ein Großteil von euch waren die letzten 5 Mal dabei. Und heute haben wir mit dem Dirk, mit der Achtsamkeit, ein wirklich wahnsinnig spannendes Modul. Weil ich habe euch jemanden mitgebracht, der, wenn ich es in meinen Worten formulieren darf, wirklich ein echt geiler Typ ist. Wir hatten letztes Jahr in den Netzwerkwochen im Kloster Heidau zum ersten Mal mit ihm ein Modul über Achtsamkeit gemacht. Und ich war mir ehrlicherweise gar nicht so wirklich sicher, ob Achtsamkeit mit Fahrlehrern kompatibel ist. Es hat sich aber gezeigt, dass das Modul sofort ausgebucht war. Es war eine Riesenresonanz. Wir haben einen kleinen Trick gemacht. Wir haben das Modul damals gar nicht Achtsamkeit genannt, sondern haben es ein bisschen umgetauft und haben es als Gelassenheit gelabelt, was vielleicht so ein bisschen nicht so ganz so einen esoterischen Eindruck vielleicht hat. Und ihr wisst selber, dass wir als Fortbildung 33 schon wirklich seit ewigen Zeiten, seit über 10 Jahren Veranstaltungen mit euch machen, Fahrlehrerfortbildungen machen. Und ich habe noch nie ein Modul erlebt, bei dem die Teilnehmer so viel Betroffenheit gezeigt haben, wie in diesem Modul Achtsamkeit mit dem Dirk in den Netzwerkwochen im Kloster Heidau letztes Jahr. Wenn ich es in meinen etwas dramatischeren Worten formulieren darf, dann sage ich euch, noch nie haben so viele Leute geheult in so einem Modul, aber nicht in Form geheult, von, weil sie traurig waren, sondern durch Berührung. Das ist klasse. Und deswegen freue ich mich, dass er jetzt da ist, der Dirk. 90 Minuten sich Zeit nimmt für uns alle. Und ich darf ihn euch vorstellen und ich bitte euch jetzt, dass ihr wirklich ein ganz, 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 ganz großes Herzlich Willkommen macht und den Dirk mit mir einmal hier gemeinsam willkommen heißt. Herzlich Willkommen, lieber Dirk. Hallo. Hallo. Morgen. Morgen. Ich meine, ihr seid ja schon alle richtig wach. Super. Ich habe auch schon gesehen, da sind ein paar bekannte Gesichter dabei. Voll das Delay für mich immer doppelt. Also, du bist hier der Technik-Guru, ich mache Achtsamkeit. Ja, wenn ich mich um die Technik kümmern darf, was immer hilft, ist ein bisschen Lautsprecher leiser machen. Das könnte dann gegen die Rückkopplung vielleicht funktionieren ein Stück weit. Aber die Frage erstmal an die Teilnehmer draußen, könnt ihr den Dirk gut verstehen? Ist er einwandfrei zu sehen, zu hören? Ja? Ja, gebt mir mal einen Daumen hoch. Passt? Gut, dann. Okay. Dirk. Ja, der Nils hat ja schon einiges erzählt und ich muss das nochmal wiederholen. Ich habe gesehen, René ist da und die Fahrschule Grünwald ist da. Hallo Nicole. Und der Nils hat mich letztes Jahr ins Kloster Heidau eingeladen zu einem Workshop für Fahrschulen. Und da habe ich mir gedacht, das ist genau mein Thema, weil ich in meinen Kursen auch eigentlich immer über Fahrschulen rede. Und warum, das werde ich euch heute ein bisschen zeigen. Aber ich muss auch sagen, dieser Workshop in Heidau mit einem Teil von euch und die anderen, die vielleicht heute nicht dabei sind, war bestimmt einer meiner Top 10 Workshops, die ich je gemacht habe. Das war so eine geile Gruppe und da war eine Energie in dem Raum. Also es lag jetzt nicht nur an mir, es lag auch an Nils, an dem Team, an dem ganzen gesamten Konzept. Und deswegen freue ich mich mega, dass ich heute hier sein darf. Und bevor ich in das Thema einsteige, euch mal erzähle, was eigentlich Fahrschule mit Achtsamkeit zu tun hat, ganz kurz, wer bin ich eigentlich? Warum mache ich das, was ich mache? Also ich bin Dirk, ich habe 2 Mädels, 2 kleine Einhörner, 4 und 6, bin selber 46 und bin von Haus aus studierter Philosoph, Soziologe, Politikwissenschaftler, Medienkommunikationswissenschaftler. Habe ich nie was mitgemacht, war lange in der Unternehmensberatung und im Marketing. Warum mache ich das heute nicht mehr? Ist relativ schnell erzählt. Ich hatte vor 12 Jahren Blutgerinnsel im Kopf. Mir ist ein Blutgefäß im Gehirn geplatzt, ein sogenanntes Aneurysma. Daran bin ich dann eigentlich auch fast gestorben. Lag lange im Krankenhaus auf der Intensivstation. Und danach
Ja, ich bin da so raus, was eher ungewöhnlich ist. Also hätte ich eher so eine Freudenparty machen müssen. Was ich gemacht habe, ich bin komplett abgeschmiert. Das endete dann, ich mache jetzt kurz zwei Selbstmordversuche, Zwangseinweisung in die geschlossene, mehrere Psychotherapien, Kiste voll Medikamente. Und das Ergebnis davon war, dass es mir kein Deut besser ging, sondern mir ging es eigentlich immer nur schlechter. Was habe ich gemacht? Ich habe ein Buch von meinem letzten Therapeuten, das war so wahrscheinlich die beste Sitzung, die ich hatte. Er sagt, ich schreibe ihm mal ein Buch auf. Und witzigerweise habe ich das auch hier. Ihr seht, das ist ein Buch, in dem ich auch ein bisschen gearbeitet habe. Und dieses Buch hier über Achtsamkeit hat mein La Leben, nicht mein Laden, sondern mein Leben radikal verändert. Warum? Was habe ich gemacht? Ich habe einen Rucksack gekauft, ein One-Way-Ticket nach Bangkok, bin in den Flieger gestiegen und bin in den Dschungel in ein Schweigekloster gegangen. Das heißt, 14 Tage niemanden angucken, mit niemandem sprechen, kriegst eine Schale Reis am Tag, schläfst einfach auf Beton, sitzt 15 Stunden still mitten im Dschungel und der Einzige, mit dem du dann 14 Tage was zu tun hast, bist du selber. Das war der Anfang einer für mich der besten Reise meines Lebens. Ich war dann noch lange in Kambodscha, in Laos, habe in, weiß nicht, 30 Klöstern gelebt mittlerweile, war dann lange noch in Frankreich und in Deutschland im Kloster und bin jetzt seit 7 Jahren Glückslehrer. Und wenn die Leute mich fragen, du, was machst du beruflich? Ich sage Glückslehrer, dann verdrehen die immer die Augen und sagen, ah, esoterisch, komischer Typ und so. Aber die Frage muss man sich mal stellen, warum steht ihr eigentlich jeden Morgen auf? Was ist eigentlich euer Ziel, Fahrschullehrer zu sein? Warum habt ihr ein Ziel, einen Job zu haben, Geld zu verdienen? Unterm Strich machen wir alles, was wir tun, mit der Motivation, glücklich zu sein. Deswegen gehen wir arbeiten, deswegen gehen wir zum Friseur, gehen lecker essen, ins Kino, fahren in Urlaub oder versuchen, günstiges Heizöl zu kaufen. Das ist alles, was wir tun, hat die Motivation, glücklich zu sein. Und deswegen finde ich es eigentlich eher schade, dass wir nicht viel mehr so Leute haben, die über das sprechen, was uns Menschen wirklich beschäftigt. Das ist nämlich das Streben nach Glück. Und das ist so ein bisschen die Klammer für heute, aber meine richtige Klammer für heute, meine Lieben, ist, dass wir heute einen Führerschein machen für Emotionen. Da bin ich gespannt. Normalerweise seid ihr die Mit den Lehrer. Fahrlehrern einen Führerschein machen, das wird gut. Ich bin gespannt, was da jetzt gleich passiert. Ich habe dich leider nicht gehört, Also. Nils. Ich habe so einen Hall hier drauf. Okay, alles gut. Ich hatte nur gesagt, ich bin gespannt, wenn wir mit Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern jetzt einen Führerschein machen, gell? Mal auf die andere Seite kommen, dann bin ich gespannt, was da gleich passiert. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ihr Okay. seht, es ist wirklich live. Und ach, eins noch habe ich dem Nils schon angedroht. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich das Ahrtal. Vielleicht habt ihr mitbekommen, was im Ahrtal los war letztes Jahr. Und ich wohne im Ahrtal. Also es kann sein, dass hier zwischendurch irgendwann das Internet weg ist, weil das ist seit einem Jahr so, dass hin wieder. Also wir sind froh, dass wir überhaupt Internet haben und wieder eine Straße, über die man fahren kann. Also neben meinem Beruf als Achtsamkeitscoach bin ich auch noch Vorsitzender einer millionenschweren Hilfsorganisation, die ich mit ein paar Kumpels vor einem halben Jahr gegründet habe und mache extrem viel Projekte. So, jetzt habt ihr mal so einen ganz kleinen Eindruck, wer der Typ hier ist, der hier vor dieser Bücherwand und diesem Flipchart steht. Also, was wir machen, ist ein Führerschein für Emotionen. Und jetzt überleg doch mal, wenn die Leute zu dir kommen in deine Fahrschule, was sind die zwei Blöcke, aus denen ein Führerschein besteht? Welche Bereiche habt ihr denn da? Setzt ihr die sofort ins Auto und die dürfen dann mit 150 Sachen über die Autobahn brettern oder was machen die bei euch zuerst? Konkrete Frage, freue mich auf einen regen Austausch. Was machen die bei euch zuerst? Praxis oder Theorie? Na, wer traut sich? Theorie. Genau. Warum müssen die erst Theorie machen? Man braucht ja erstmal ein bisschen Wissen, ne? Dass man überhaupt, also wenn ich Fußball spielen will, muss ich auch die Regeln kennen, nicht einfach drauf losbolzen. Genau. Und euer Ziel ist, dass die Leute von A nach B kommen, alleine, ohne irgendjemandem Leid zuzufügen. Deswegen müssen die bei euch Verkehrsschilder lernen, rechts vor links, Schulterblick, Abstand halten, Bremswege berechnen und all so Dinge. Das heißt, die werden Profis fürs Autofahren, immer mit dem Ziel, dass sie keinen anderen über den Haufen fahren. Das ist, glaube ich, so, wenn man es ganz runterbricht, das, was ihr macht. Ihr macht eine theoretische Ausbildung, die in Praxisübungen mündet.
und am Ende sind die Leute dann so geschult, dass sie alleine fahren können. Und ich bin eigentlich auch sowas wie ein Fahrschullehrer, nur nicht für Autos, sondern für Emotionen. Und ich habe dem Nils gesagt, dass in meinen Workshops und Kursen Fahrschule mein mit Abstand liebstes Beispiel ist, um Emotionen zu erklären. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal loslegen. Ich fange mit einem Beispiel an. Und da ihr ja auch ganz viele Prüfungssituationen habt, überleg doch mal, wann war denn deine letzte Prüfung? Also nicht die von einem Prüfling, sondern deine letzte Prüfung. Könnt ihr euch daran erinnern? Hattet ihr vielleicht auch eine, die schwer war? Ich weiß nicht, ist eine Fahrschullehrerprüfung schwer? Ja, da wird fleißig genickt. Gut, dann guck mal, ich habe euch jetzt was mitgebracht. Das hier soll ein Vollmond sein. Und das hier ist ein schöner Bergsee, kristallklar, kein Wind. Was macht der Vollmond auf der Oberfläche von dem See? Jemand eine Idee? Der spiegelt sich. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch einen Vollmond mitgebracht. Jetzt ist der See aber im Herbst und es ist Sturm. Was passiert denn jetzt mit meinem Vollmond? Spiegelt er sich immer noch? Dirk, ah, pass mal auf. Wir machen das nochmal anders. Ich glaube, wir haben hier gerade eine Sekunde, Dirk. Der Christoph Schäffler schaltet uns gerade die Veranstaltung immer stumm. Also Christoph, bitte Finger weg von dem Mikrofonknopf. Ich glaube, du warst eben für ein paar Sekunden nicht zu hören. Ist das richtig? Also nochmal die Frage, habt ihr den Ton jetzt vom Dirk wieder drauf? Ja? Ja? Okay. Genau, also bitte nur das eigene Mikrofon muten, nicht die ganze Veranstaltung. Und der Dirk freut sich, wenn ihr auch mal reinquatscht zwischendrin, dann hat er so ein bisschen mehr Lebenszeichen von euch. Das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, Dirk. Genau. Alles gut. Stell dir mal vor, du hättest mit deinem Fahrschüler 1,5 Stunden Zeit. Und die Fahrschulausbildung würde nur 1,5 Stunden lang dauern. Was würdest du dem in 1,5 Stunden beibringen? Das ist die Frage, die ich mir für heute gestellt habe. Ich habe 1,5 Stunden mit euch und meine Frage ist, was kann ich Menschen Wertvolles in 1,5 Stunden mitgeben? Deswegen würde ich mich voll freuen, wenn wir Interaktion haben, auch wenn für mich das mit dem Delay ein bisschen komplizierter ist, aber das atme ich mir weg. Und dann gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel. Der Vollmond, der spiegelt sich zwar immer noch, aber der sieht dann so aus. Und jetzt mache ich mal den Cliffhanger zu meiner Frage mit der Prüfung. Stell mal vor, du müsstest deine schwerste Prüfung nochmal machen. Wo würdest du die machen? Jetzt da, wo du gerade bist? Oder mitten auf einem Rockkonzert mit 80.000 Leuten und richtig laut? Mal kurz Hand hoch, wer würde das gerne auf dem Rockkonzert machen? Ja, dann möchte jemand Rockstar werden. Und die anderen, warum würdet ihr das nicht auf dem Rockkonzert machen wollen? Was braucht man denn, um bei einer Prüfung gutes Ergebnis zu haben? Sicherheit. Sicherheit? Konzentration. Konzentration. Und was ist dafür gut, wenn es ein bisschen... Ruhe. Ne? Heißt, wir haben Stille. Aus Stille ermöglicht Konzentration. Und Konzentration ermöglicht ein gutes Ergebnis. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Bei mir heißt das Einsicht. Heißt, das hier ist die Realität. Und wenn wir einen stillen und konzentrierten Geist haben, das ist das, worum Achtsamkeit sich dreht, nämlich um innere Qualitäten, dann können wir die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Wenn das hier die Realität ist und unser Geist ist nicht still, sondern da ist laut und er ist unkonzentriert, dann nehmen wir die Realität so wahr. Warum erkläre ich das? Weil ich eine Frage an euch habe. Hattet ihr schon mal Emotionen, die ihr nicht haben wolltet? Klar. Ja, da wird fleißig geschmunzelt, weil ihr denkt, mein Gott,
Digga, was ist das denn für eine komische Frage? Soll ich euch was sagen? Das ist keine komische Frage. Wir müssen eine Ausbildung machen, wie man ein Auto bedient. Wer von euch hat denn Führerschein fürs Menschsein? Warum haben wir Emotionen, die wir gar nicht haben wollen? Warum tun wir Dinge, die wir überhaupt nicht tun wollen? Warum kommen wir vom Rauchen oder vom zu ungesund Essen nicht loslassen, obwohl wir das eigentlich wollen? Wer von euch hat in der Schule gelernt, was Emotion ist? Wer von euch hat in der Schule gelernt, dass im Leben Scheiße passiert und es Konflikte und schwierige Situationen gibt und wie man damit umzugehen hat? Wer von euch musste irgendwie vielleicht die Hauptstädte von Europa auswendig lernen? Was ich mache, ist das hier. Ihr müsst euch überlegen, wir haben 5 Sinnesorgane. Sehen, riechen, schmecken, hören, fühlen. Ich habe auch 5 Finger. Wenn du dir vorstellst, dass das alles meine Sinnesorgane sind, und ich habe ja von manchen 2, dann mache ich da eine Antenne draus, wie so ein Parabolspiegel. Das sind meine Antennen. Wo ist denn derjenige, dem die Antennen gehören? Kann man die auf dem Radarbild sehen? Also kann man mich auf meinem Radarbild sehen mit meiner Antennenanlage? Nee, ne? Wo ist denn derjenige, der fühlt? Auf dem Radar oder dahinter? Dahinter. Wo ist derjenige, der was verändern möchte? Auf dem Bild oder dahinter? Auch dahinter. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie viel Zeit in eurem Leben seid ihr da drin, still und konzentriert, um eben nicht Emotionen zu haben, die du nicht haben willst, und mit dem Leben, wie es nun mal ist, es passieren Dinge, die gefallen uns, und es passieren im Moment eine ganze Menge Dinge, die gefallen gar keinem von uns, und wir müssen trotzdem damit leben. Die Frage ist, wo entsteht denn eigentlich Emotion? Entsteht die außerhalb von euch oder in euch? Wer ist denn für außen? Mal Hand hoch. Wer ist denn für innen? Und jetzt stellt euch mal die Frage, wie viel Prozent am Tag seid ihr da drin bei euch, still und konzentriert, und kommt zu der Einsicht, warum sich euer Leben oder die Situation gerade nach der Arbeit so stressig anfühlt, wie sie sich anfühlt. Was schätzt ihr, wie viel Prozent seid ihr da drin und habt ein wirklich tiefes Verständnis dafür, warum ihr gerade genervt seid, gestresst, keinen Bock mehr habt oder auch glücklich? Wie viel Prozent? Kaum. 1%. 1. Das ist so, was die meisten Studien hergeben. 1%. Das heißt, wir sind 99% der Zeit im Außen. So, jetzt gucke ich mal gerade, wen habe ich denn hier? Sabine, oben links. Hallo Sabine, du warst, glaube ich, die Erste, die heute online war. Oder die anderen. Sabine, wo ist dein Zuhause? Ich bin in Bayern zu Hause, in der Nähe Passau. Nochmal bitte? In Bayern, Nähe Passau. Okay, und die anderen, wen habe ich noch? Die Manuela. Manuela, wo ist denn dein Zuhause? In Hettstedt, in Sachsen-Anhalt. Seht ihr? Und das sind die Antworten, die kommen, wenn man die meiste Zeit im Außen lebt. Ich wollte nämlich gar nicht, ich will auch niemanden vorführen, ich brauchte nur ein Beispiel. Die anderen hätten irgendwas anderes gesagt, Frankfurt, Köln, Düsseldorf. Das ist doch nicht zu Hause. Zu Hause ist doch das hier. Alles, was du in deinem Leben erlebst, erlebst du hier oben, zwischen deinen Ohren. Es gibt keinen anderen Ort, wo Leben wirklich stattfindet, außer in unserem Kopf. Und wenn wir bei der Frage zu Hause ist, wie bei mir das Ahrtal, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir unser ganzes Leben aus uns rausgeguckt haben. Seid ihr manchmal genervt von der Arbeit? Seid ihr manchmal gestresst?
Wie fandet ihr das mit Maske und Corona so in einem Auto zu sitzen zu müssen mit jemandem anders? Fandet ihr das gut? Hat das Spaß gemacht mit Maske? Ich sehe, ihr seid ja auch so wie ich teilweise Brillenträger. Macht voll viel Spaß, ne? So mit Maske und Brille und dann atmen und. Die Frage ist doch, wie kann ich mit so Situationen, die ihr immer wieder haben werdet im Leben, und ich mache übrigens keine Workshops für Unternehmen, sondern ich habe dem Nils gesagt, wenn ich einen Workshop mache, mache ich den nur für Menschen. Stimmt. So gehe ich auch in DAX-Konzern. Also die Frage, die wir uns stellen heute ist, was kann ich hier drin anders machen, damit du abends entspannter von der Arbeit kommst? Was kann man ganz konkret machen, um zwischendurch wirklich runterzukommen und aus so einer Emotionsschleife wieder rauszukommen? Und dafür habe ich jetzt noch eine gute Stunde. Das heißt, ich mache mit euch heute so wirklich so den Kern, die Essenz von Achtsamkeit, von der ich glaube, dass sie eine der wichtigsten Sachen ist, die ein Mensch lernen darf. Und wie ihr sie leider nicht lernen. So. Bis hierhin jemand eine Frage? Gut. Ja, der Rolf hat eine Frage, glaube ich. Ja, Rolf, bitte. Dirk, was sagst du denn, wenn dich jemand fragt, wo bist du zu Hause? Ich habe leider verstehe ich euch so schlecht, weil ich immer den Hall habe. Was du sagst, wenn dich jemand fragt, wo du zu Hause bist. Wo ich zu Hause bin? Hier. Und das, wo ich wohne, die Max-Mustermann-Straße, ist die Verpackung für zu Hause. Weil du musst dir überlegen, es sind nur Steine. Das Einzige, wo zu Hause erlebbar ist, ist hier. Mein Zuhause erlebe ich ja auch nur, indem ich es mir angucke. Also du siehst ein Stück von da, wo ich wohne, das Bücherregal, aber zu Hause kann nur hier drin sein, weil Bewusstsein ist nur in mir. Hätte ich keinen Kopf dabei, gäbe es auch kein Zuhause. Das ist etwas, was ich lernen musste. Musst du überlegen, ne? Man versucht sich ja nicht umsonst umzubringen, wenn ich gewusst hätte, dass es hier drin so schön sein kann. Und ich würde sagen, so vom zweifachen Selbstmörder zum Glückslehrer, wenn ich das kann, dann muss Achtsamkeit irgendwas können. Und ich zeige euch jetzt mal was. Und wenn ihr schlau seid, dann passt gut auf, weil ich glaube, dass ihr in dieser einen Stunde jetzt wirklich etwas lernen könnt, was euch so vielleicht noch nicht bewusst war und was ihr sofort mit in die nächste Fahrstunde, nächste Theoriestunde nehmen könnt. Was ich nämlich mache, ich mache Theorie über Emotionen und in Live-Workshops auch ganz viele Kurse mit Live-Elementen. Und ein Live-Element, ich glaube, die einen oder anderen haben schon befürchtet, was jetzt kommt. Jetzt kommt der damit, mit Klangschale. Oje, oje. Meine Lieben, ich würde euch bitten, auf euch ein kleines Experiment einzulassen. Und zwar möchte ich euch jetzt mit einer kleinen Übung zeigen, was in deinem Kopf eigentlich passiert, wenn du da nicht bist. Und dazu, gut, hier der Fahrschule Schmidt, bitte nicht mitmachen, weil der fährt Auto, weil du musst gleich die Augen zumachen. Tu mir den Gefallen und mach das bitte nicht. Und die anderen, die im Auto sitzen, die ich jetzt nicht sehe, bitte nicht mitmachen, weil ich will ja, dass ihr heile ankommt. Aber die anderen, die zu Hause im Büro sitzen, das Einzige, was ihr jetzt machen dürft, ist nichts. Ich werde jetzt hier das Glöckchen läuten, dann machen wir für eine Minute die Augen zu oder zwei. Und die einzige Übung, um die ich euch bitten würde, ist, dass ihr mal versucht, 2 Minuten lang euch nur beim Atmen zuzugucken und an nichts anderes zu denken. Das alles. Also das, was man sich wünscht, kurz vor Feierabend nach Hause kommen und nichts machen. Okay? Das alle verstanden? Ich mache übrigens mit, ich gucke euch nicht zu, wie ihr mit geschlossenen Augen da sitzt, weil ich bin so konditioniert, wenn das Glöckchen läutet, dass meine Augen auch zugehen. Das heißt, wir machen jetzt 2 Minuten Stille. Ihr versucht nur eurer Atmung zu folgen und nichts anderes zu denken. Und ihr werdet erstaunt sein, was man aus diesen 2 Minuten Verrücktes lernen kann. In diesem Sinne, viel Spaß, meine Lieben.
War übrigens die letzte Klangschalenübung für heute. Wer von euch hat es geschafft? In den zwei Minuten an nichts anderes zu erdenken als seine Atmung. Wer von euch hat während des Atmens an irgendetwas gedacht? Ja, ganz schön viele, ne? Habt ihr euch vorgenommen, an irgendwas zu denken? Sehr wahrscheinlich nicht, ne? Was kann ich aus diesen zwei Minuten wirklich Wichtiges für mich lernen? Erstens, ich denke, obwohl ich überhaupt nicht denken will. Das heißt, der Vorgang des Denkens in deinem Kopf läuft, obwohl du das gar nicht möchtest. Und dann überleg mal, an was hast du denn gerade gedacht, was mit dieser Übung nichts zu tun hatte? Vielleicht, ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere vielleicht an Mittagessen gedacht hat oder irgendwas mit Arbeit. Könnt ihr mal nicken, wenn ich da vielleicht nicht ganz falsch liege? Na, Rolf? Rolf bestätigt mich. Marco schmunzelt. Und das, was ihr da gerade erlebt habt, diese Eigendynamik von Denken, nämlich, dass wir denken, obwohl wir gar nicht denken wollen, und dass wir über Sachen denken, also den Inhalt von Denken, den wir gar nicht bestellt haben, das nennen wir in der Achtsamkeit den Monkey Mind oder den Affengeist. Klingt ein bisschen komisch, ist aber nichts anderes als die Eigendynamik von Denken. Warum ist das wichtig? Kennst du das? Du fährst mit dem Auto eine Strecke, die du schon 100-mal gefahren bist. Du kommst zu Hause an, machst das Auto aus und stellst dir welche Frage? Ah, da wird viel geschmunzelt. Das kennt ihr, ne? Huch, wie bin ich denn hier hingekommen? Kennt ihr das? Du bist zwar gefahren, aber du hast es nicht wirklich mitbekommen. Das kann dieser Monkey Mind auch, diese Eigendynamik von Denken. Und jetzt überleg mal, wenn du 99% der Zeit nicht zu Hause bist, und da oben laufen Denkprozesse inklusive Themen, die du dir nicht ausgesucht hast. Was dann in dir passiert? Das ist die Erklärung dafür, warum wir Emotionen haben, die wir gar nicht haben wollen. Weil wir nur geschult sind im Außen. Aber hier nach innen sind wir null geschult. Das hat in der Schule nicht stattgefunden, das hat im Kindergarten nicht stattgefunden, das findet in den Unternehmen nicht statt. Aber Emotionen hast du den ganzen Tag, 24 Stunden am Stück. Und jeder von euch hat Emotionen. Jeder hat heilsame, gute Emotionen und jeder von uns hat auch Emotionen, die nicht gut sind. Und die Frage ist, warum habe ich Emotionen, die ich gar nicht haben will, wenn du doch in ein Restaurant gehst und niemals was bestellen würdest, was du nicht essen willst? Wer von euch kennt das? Du liegst abends im Bett und denkst, Schlaf? Und du kannst nicht einschlafen. Wer kennt das? Mal kurz Hand hoch. Ja, da musst du dich doch mal fragen. Wenn ich Dirk sage, Dirk, schlaf. Wer ist denn der Typ, der mich vom Schlafen abhält? Weil wenn ich abends sage, ich habe Durst, ich will was trinken, dann gehe ich was trinken. Wenn ich sage, ich habe Hunger, dann gehe ich was essen. Und wenn ich sage, schlaf oder hör auf zu grübeln, kann ich das nicht. Und dann brauche ich wieder ganz viele Dinge wie Bier, Zigarette, Schlaftabletten, Fernsehgucken, Hörbuch zum Einschlafen, irgendwas. Warum? Weil wir unsere eigenen Gedanken in unserem Kopf weder stoppen können und auch gar keinen Bock haben, die wahrzunehmen. Und deswegen lenken wir uns immer ganz stark nach außen ab. Und das ist diese Eigendynamik von Denken. Das ist ein Prozess, der in uns läuft, der uns eigentlich zu 98% am Tag bestimmt. Und der fast alle Entscheidungen für uns trifft. Dieser Monkey Mind ist nämlich sowas wie unser Antwortenberater. Das ist der, der für mich antwortet, wenn ich mal wieder nicht zu Hause bin. Das ist das eine. Und jetzt würde ich euch noch um was anderes bitten und Fahrschule Schmidt darf schon wieder nicht mitmachen. Man muss schon wieder die Augen zumachen. Achim, sei vorsichtig. Macht noch mal ganz kurz die Augen zu, diesmal ohne Glöckchen.
Und jetzt vervollständigt mal den Satz. Meine Definition von Glück ist. Stopp, Augen auf, Übung rum. Herr Pfeil, Sie gucken überrascht. War die Übung zu kurz? Ja, viel zu kurz. Ich habe den Satz nicht vervollständigen können. Danke. Beste Antwort. Warum habe ich das so gemacht? Stell mal vor, ihr würdet gern zum Kaffee zu mir kommen. Und ihr schickt mir eine WhatsApp, Dirk, wo muss ich denn hin? Und ich schreibe da rein, Hamburg, Punkt, liebe Grüße, freue mich auf dich. Wer von euch fährt los? Keiner. Markus, würdest du losfahren? Naja, zumindest nicht direkt, ja. Warum? Weil dir eine konkrete Adresse fehlt. Warum wart ihr überrascht, dass die Übung so kurz ist? Vielleicht, weil ihr nachdenken musstet? Wer von euch hat denn eine Definition für Glück parat? Nicole hat eine. Nicole, das ist unfair. Wir kennen uns schon zu lange, Rolf. Ja. Was ist denn deine Definition von Glück? Die Welt entdecken. Die Welt entdecken, das ist eine Definition von Glück? Das ist ein Vorhaben. Das ist das ein Handeln. Aber es ist keine wirkliche Definition von Glück. Den anderen war die Übung auch zu kurz. Das habe ich an euren Augen gesehen. Warum mache ich das so? Nicht, weil ich jemanden vorführen will. Ich möchte, dass in euch was erlebbar ist, wovon ich spreche. Ich habe das schon eingeleitet in meiner Einleitung. Alles, was wir tun, unterliegt dem Streben nach Glück. Und wenn ihr mich besuchen wollt, dann braucht ihr eine konkrete Adresse, damit ihr da ankommt, wo ihr hin wollt. Nämlich zu mir am Kurgarten 29. Wenn ich euch so sehe, haben wir einen Altersdurchschnitt, sage ich mal, schon irgendwas zwischen 40 und 50. Hast du dir mal überlegt, wo du seit 40 oder 50 Jahren hin willst? Willst du nicht vielleicht auch glücklich sein? Willst du vielleicht Emotionen, die dich nerven, erst gar nicht haben? Wenn wir keine Definition von Glück haben, und ich habe euch 5 Sekunden gegeben, eure Definition von Glück einfach nochmal runterzurasseln. Und was ich immer bei dieser Übung sehe, ist, dass die Leute nach links oben gucken. Das heißt, die denken nach. Die wollen 50 Jahre lang glücklich sein. Und wenn ich die frage, was ist denn Glück? Familie und Gesundheit? Dann sage ich auch, als Psychotherapeut nebenan ist meine Praxis mit der klassischen Couch. Da sitzen Leute, die sind gesund, da sitzen Leute, die haben eine Familie. Gesundheit und Familie ist nicht die Definition von Glück. Und wie wollen die meisten Leute zum Glück? Hier bin ich. Hier ist das Glück. So, und jetzt guckt mal, ob das gut wäre, wenn eure Fahrschüler so durch den Straßenverkehr fahren würden. Na Marco, du scheinst die Erfahrung schon mal gemacht zu haben, dass einer mit dir so im Kreis gefahren ist. Das ist das, wie Menschen versuchen, zum Glück zu kommen. Suchen und finden. Glück ist aber eine Emotion. Wie wär's denn hiermit? Wenn ich keine Definition habe, was Glück ist, bin ich immer dabei, etwas zu suchen oder etwas finden zu wollen. Schlussendlich ist Glück und Zufriedenheit eine stressfreie Emotion, was auch eine Form von Glück ist, da komme ich gleich zu, immer eine Emotion. Ein Auto, ein 911er mit 8000 PS kann dich niemals glücklich machen. Jetzt denkt der eine so, das stimmt nicht. Ich zeige euch gleich, was ich damit eigentlich meine, um da richtig hinzugucken, was da eigentlich wirklich passiert. Das heißt, wenn wir keine Definition haben, was wir von unserem Leben wirklich wollen, fahren wir einfach im Kreis und gucken, was passiert. Und dann passieren uns Dinge, auf die wir eigentlich gar keinen Bock haben und die uns auch nicht gut tun. Und dann haben wir Emotionen, die wir gar nicht haben wollen. Und ich zeige euch gleich ein komplettes Psychologiestudium in 4 Wörtern. Ich behaupte, dass man die komplette menschliche Psychologie mit 4 Wörtern erklären kann. Und das, was ich euch gleich verrate, halte ich für das Wertvollste,
was man einem Menschen mitgeben kann, damit er versteht, warum er so ist, wie er ist. Und vor allen Dingen, wo ist das Potenzial, dass ich was verändern kann? Bei dem Wort Potenzial, ich arbeite jetzt ein bisschen vor für das, was ich gleich mit euch mache. Meine Frage, wer von euch glaubt, dass er Fehler hat? Mal Hand hoch. Danke für die Ehrlichkeit. Und ich muss euch leider enttäuschen, niemand von euch hat auch nur einen Fehler. In der Achtsamkeit geht es auch um achtsames Sprechen. Wir sprechen nicht mehr von Fehlern, sondern von zu entwickelndem Potenzial. Und ich weiß, jetzt wird geschmunzelt, weil die Leute sagen, ja, jetzt tauscht er nur ein Wort aus. Das ist ja ulkig. Nee, das ist nicht ulkig, ihr Pfeifen. Ihr totalen Rohrkrepierer. Ihr total unfähigen Fahrschullehrer. Ihr habt ja so viele Fehler. Möchtet ihr, dass ich so mit euch rede? Stell mal vor, ich heiße ja gemein mit Nachnamen. Ne? Stell mal vor, ich wohne ab morgen neben dir und komme jeden Morgen klingeln und dann dich und deine Familie, wie es hier aussieht, was ihr für Assis seid und ihr stinkt und wenn man dein blödes Auto in meiner Einfahrt stehen hat. Wie fändet ihr das? Scheiße. Ja, der Michael, der schmunzelt sich schon einen ab, weil er sich gerade lebendig vorstellt, wie ich morgens um 2:30 bei ihm vor der Tür stehe. Was würdet ihr denn machen mit so einem Typen wie mir, der morgens um 2:30 vor der Tür steht? Würdet ihr dann mit der Tür vielleicht so machen? Puff. Zu? Ja, ne? Klar. Warum? Weil ihr sagen würdet, ey, gemein, so respektlos darfst du nicht mit mir reden. Habt ihr recht? Was ist, wenn du alleine abends auf dem Sofa sitzt und denkst, du bist nicht gut genug oder nicht erfolgreich genug oder nicht beliebt genug oder was auch immer? Wer sagt denn dann, stopp, so redest du nicht mit mir? Und deswegen fangen wir in der Achtsamkeit an, davon zu sprechen, dass wir keine Fehler haben, sondern nur Potenziale. Heißt, Dinge, die wir nicht können, können wir weiterentwickeln. Aber wir werten uns nicht ab, indem wir versuchen, eine wirklich achtsame Sprache für uns zu finden. Und was das macht, das zeige ich euch gleich an dem Kernstück dieses kleinen Vortrages. Und es ist immer schade, Nils kennt mich, ich brauche eigentlich lange, um vorzubereiten, um nachher dann das alles verständlich zu machen. Aber das geht auch in einer Stunde. Seid ihr noch alle da? Ja, gut. Seht ihr? War das jetzt ein Fehler? Oder habe ich noch Potenzial beim Stifte jonglieren? Seht ihr? Ich habe zu Nils gesagt, wenn die Technik ausfällt, ist das immer der beste Beweis für Achtsamkeit, wenn man da ganz entspannt bleibt. Kommen wir noch zu einer Sache und dann komme ich gleich dahin, wo ich hin will. Habt ihr euch mal überlegt, wann euer Leben eigentlich stattfindet? Wann kann man nur denken? In der Zukunft, in der Vergangenheit oder jetzt? Nur jetzt. Nicole, jetzt, ne? Wann kann man sich an seine Vergangenheit erinnern? Wann macht man das? Jetzt. Immer? Jetzt. Wann planst du deine Zukunft? Jetzt. Jetzt. Habt ihr euch mal überlegt, wenn euer komplettes Leben stattfindet? Jetzt. Das findet nur jetzt statt. Vergangenheit, also das Erinnern, findet aus dem Hier und Jetzt an Sachen, die mal passiert sind, statt. Also findet Vergangenheit jetzt statt. Wenn ich meine Zukunft mir überlege, findet das jetzt statt. Das gesamte Leben findet an einem winzig kleinen Punkt statt und der heißt jetzt. Und das ist der Ort, wo Menschen, die in Achtsamkeit oder anderen Techniken nicht geschult sind, fast nie sind. Aber wann denke ich denn? Jetzt. Wann entscheide ich was? Jetzt. Wann entscheide ich was nicht? Jetzt. Wann stelle ich die Weichen für meine Zukunft? Jetzt. Wann versöhne ich mich mit meiner Vergangenheit? Jetzt. Und wann komme ich wieder runter, obwohl ich denke, ich habe voll den semi-optimalen Fahrschultag hinter mir? Jetzt. Wann bin ich genervt? Wann bin ich gestresst? Jetzt. Wann bin ich zufrieden und glücklich? Jetzt. Wann streitest du dich mit deinem Partner? Jetzt. Und wo sind wir eigentlich nur? In der Vergangenheit oder in der Zukunft? Dabei findet mein gesamtes Leben nur jetzt statt. Und deswegen ist in der Achtsamkeit Meditation so ein großes Thema. Da geht es nicht darum, irgendwie Heilige zu sehen oder an nichts zu denken oder in den Himmel aufzufahren. Das ist alles esoterischer Hokuspokus und das ist auch nicht seriös. Meditation in dem Zusammenhang mit Emotionen ist
Meditation ist dieses Antennendrehen. Das ist wie ein Röntgenapparat für Emotionen. Wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du zum Zahnarzt, machen den Röntgenbild. Ist dein Auto kaputt, fährst du in die Werkstatt, schließt ein Fehlerlesegerät an und findest die Ursache, warum das Ding kaputt ist. Macht sehr wahrscheinlich jeder. Jeder geht mit Zahnschmerzen zum Zahnarzt und jeder fährt mit einem kaputten Auto nicht zum Metzger, ne Markus, sondern du fährst dann in die Werkstatt, gehe ich mal davon aus. Für so kompetent halte ich dich jetzt einfach mal. Schön, dass du da einen Buddha sitzen hast. Streichel den mal von mir. Wo fährst du denn hin, wenn du auf dem Sofa sitzt und hast richtig bescheidene Laune? Was machst du denn dann? Bei Rückenschmerzen fährst du zum Orthopäden, Zahnschmerzen zum Zahnarzt, Auto in die Werkstatt. Und wenn du Emotionen hast, auf die du keinen Bock hast, wo fährst du denn da hin? Kann ich dir sagen, zur Tanke. Weißt du, was du machst? Kippen kaufen, Bierchen kaufen, Schokolade kaufen oder du machst irgendwas anderes. Und weißt du, wo du das machst? Im Außen. Warum fahren wir mit Zahnschmerzen zum Zahnarzt? Aus Erfahrung gelernt. Schon mal gesehen, wie jemand auf dem Sofa sitzt und in sich geistige Arbeit macht und aus schlechter Laune gute Laune macht, obwohl die Situation am Tag nicht so prickelnd war? Nee. Das heißt, uns fehlt Erfahrung. Und jetzt habe ich ein paar Bausteine gelegt für das, was ich mit euch machen will. Ich hoffe, ihr seid noch wach, sonst tanze ich gleich. Ja, wir freuen uns auf deine Ausführung. Gut. Wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt hier an die Tafel schreibe, wäre ich vor 12 Jahren nicht aus dem Fenster gesprungen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vor 12 Jahren nicht versucht, mich mit Tabletten umzubringen. Und wenn ich das gewusst hätte, wäre mein Leben komplett anders gelaufen. Sollt ihr was sagen? Das Beste, was mir je passiert ist in meinem Leben, ist dieses Aneurysma, wo ich fast abgekratzt werde, weil es hat mich genötigt, Dinge zu lernen, die mir vorher überhaupt nicht bewusst waren. Und ich nirgendwo gelernt habe, weil ich niemanden kannte, der das wusste. Und hier in der Psychoklinik wussten die das auch nicht. Guck mal, du willst zu einem wichtigen Termin, sitzt in deinem Fahrschulauto und fährst Richtung Autobahn und du hast es ganz besonders eilig und möchtest ganz dolle pünktlich sein. Und dann kommst du auf die Autobahn und ist auf einmal rotes Licht. Was heißt das denn? Du bist nicht im Rotlichtmilieu gelandet, sondern wie nennt man denn rotes Licht auf einer Autobahn? Stau. Stau. Und jetzt überleg mal, was kommt da so an Emotionen hoch, wenn du im Stau stehst und du möchtest gerne unbedingt irgendwo hin, weil du unbedingt pünktlich sein willst? Sowas wie Unruhe? Genervt? Gestresst? Ungeduldig? Hibbelig? Nervös? Wütend? Aggressiv? Gelangweilt? Genervt? Kommt es ungefähr hin? Und wer von euch hat damit schon mal einen Stau aufgelöst? Kennst du das? Du sitzt im Auto, bist total genervt, dann geht auf einmal die Rettungsgasse auf, da steht dann so jemand wie ich in einem weißen Kittel mit so einem Leuchtding auf dem Kopf und ruft, wir nehmen mich, Markus, komm durch. Und der saust durch die Rettungsgasse, zack, Rettungsgasse wieder zu. Die ganzen Gutgelaunten müssen noch im Stau stehen. Nur der Markus ist schon durch, weil der richtig schön angepisst war die ganze Zeit. Nee, kennst du nicht? Na? Und jetzt kommt's. Am Anfang sprechen wir in der Achtsamkeit immer von einem ich hoffe, ihr könnt das lesen. Es ist ein Reiz. Reize, die größtmögliche Summe an Reizen ist mein Leben. Du musst dir überlegen, das Leben ist wie so ein großes Flakgeschütz und das ballert von morgens bis abends Reize auf dich. Gutes Wetter, schlechtes Wetter, Post, keine Post, E-Mails, Parkplatz frei, kein Parkplatz, Hunger, kein Hunger, Brötchen, keine Brötchen mit und ohne Körner und so weiter. Das sind Milliarden an Reizen jeden Tag, die auf was treffen? Auf meine Antenne. Das heißt, die Welt kommt in uns rein über unsere Antennen. Das ist eine Frage, die stelle ich ganz gerne. Leute denken, was ist das für eine bescheuerte Frage? Wie kommt die Welt in mich rein? Das ist keine bescheuerte Frage, das ist nur eine Frage, die wir uns selten gestellt haben. Die kommt über unsere Antennen rein, nämlich Reize. Ne? Der stärkste Reiz im Moment bin hoffentlich ich, und zwar in visueller und akustischer. Ihr könnt mich weder riechen, noch schmecken, noch fühlen. Also sind die Reize, die gerade reinkommen, visuell und Audioreize.
Und dann kennst du das, es kommt ein Reiz rein und zack, hast du gute oder schlechte Laune. Wer kennt das? Mal Hand hoch. Wie lange dauert das, bis man Emotionen hat? Und damit war ich schon echt langsam gerade, ne? Es geht manchmal noch viel schneller. Hier Familie Christoph Schäffler, die schmunzeln sich hier schön einen Grüße, wo immer ihr auch seid. Das heißt, wir haben Reiz. Und was dann sofort entsteht, jetzt muss ich mal für euch auf die Knie gehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch seht hier unten. Ist Emotion. Wer kennt das? Kommt ein Reiz rein, zack, hast du Emotion. Mal Hand hoch, wer kennt das? Soll ich euch was sagen? So nimmt man das wahr, wenn man die ganze Zeit nach außen guckt. Und jeden, den ihr fragen würdet, würde sagen, ja, so ist das. So passiert was, dann habe ich sofort Laune. Gute oder schlechte Laune. Aber das ist nicht das, was wirklich passiert. Da fehlen noch zwei ganz entscheidende Worte dazwischen. Und das eine ist denken und das andere ist bewerten. Wenn ihr was mitnehmen solltet heute, dann das. Sieht gar nicht so spannend aus, ne? Wenn man aber weiß, wo man da hingucken muss, steht da gerade an der Tafel, jede Emotion, die du in deinem Leben jemals hattest und jemals haben wirst, ist dein eigenes Baby. Du bist derjenige, der Emotionen auf die Welt bringt. Du bist Mama und Papa jeglicher guten und schlechten Laune, die in deinem Leben jemals stattfindet. Weil, wer denkt und bewertet denn für dich? Wer macht das? Jetzt sag nicht meine Frau oder so. Der Einzige, der auf das Leben reagieren kann, auf die Reize, die da reinkommen, bist du. Du musst darüber nachdenken, du musst sie einsortieren und du musst dazu entscheiden, in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Heißt, du bist Mama und Papa jeglicher Emotion, die du jemals haben kannst. Weil Emotion nicht das Ergebnis eines Triggers, eines Reizes ist, sondern Emotion ist das Ergebnis, wie wir mit so einem Trigger umgehen. Jetzt hast du bestimmt mal nette Fahrschüler. Hast du mal schwierige Fahrschüler? Vielleicht hast du auch Fahrschüler, bei denen du selber voller Angst auf dem Beifahrersitz sitzt, weil die immer noch nicht verstanden haben, wo der Unterschied zwischen Kupplung und Bremse ist. So entsteht Emotion. Und das ist eigentlich ein komplettes Psychologiestudium. Es kommt ein Reiz rein, der trifft auf meine Antennen. Dann muss ich denken und bewerten und dann entsteht erst Emotion. Wann findet Denken und Bewerten immer statt? Wann kann man was nur tun? Immer nur jetzt. Und jetzt stell mal vor, du bist in dem Prozess, wo gedacht und bewertet wird, außer Haus. Diese vier Wörter, Reiz, Denken, Bewerten, Emotion, die würde ich euch heute gerne mitgeben. Da kommt noch mehr auf das Chart. Ich habe ja nicht umsonst eben dieses ganze Vorgeplänkel gemacht. Aber wenn ihr das verinnerlicht heute, dann garantiere ich dir, wenn du das anwendest, dass dein Leben sich schon verändert, wenn wir gleich hier auflegen. Warum? Weil Achtsamkeit mega pragmatisch ist. Du machst erst Theorie, herzlich willkommen in der Theoriestunde. Und wenn hier vorbei ist, dann geht ihr einfach raus in euer Leben und dürft ihr Praxis machen. Dann dürft ihr das nämlich anwenden. Bei mir ist das genau dasselbe wie bei euch. Die Leute lernen Theorie und dann gehen sie Praxis machen. Und eine Frage, die ich super gerne stelle in meinen Kursen, ob sie alle einen Führerschein haben, ob sie Theorie und Praxis machen mussten und ob heute noch einer von seinem Fahrschullehrer zum Kurs gebracht wird. Und dann sagen sie, nee. Sag ich, siehst du, mit Glück ist das genau dasselbe. Machst du erst Theorie, machst du Praxis und dann brauchst du keinen mehr, der dich glücklich macht, weil das geht gar nicht, zeige ich euch gleich. Dann kannst du das einfach selber machen. Warum ich davon so überzeugt bin? Zweifacher Selbstmörder, heute Glückslehrer, in 6 Jahren
knapp 15.000 Schüler gehabt. Glück ist lernbar. Habt ihr das verstanden? Das ist die einfachste Formel, wie man Emotionen erklären kann. Emotion ist das Ergebnis, wie ich auf die Welt reagiere. Wenn ich da aber nicht zu Hause bin, sondern 99% außer Haus, reagiert jemand anders auf mich. Und das zeige ich euch jetzt. Guck mal, das soll ich sein. Das ist ein Lebenstopf. Ich verrate euch mal, wie alt ich bin. Ich bin 46 Jahre alt. Und in diesem Lebenstopf ist alles drin, was Dirk Gemein so erlebt hat. Meine Erfahrungen, das, was ich gelernt habe in der Schule oder in der Uni, welche Rückschlüsse ich aus dem Leben gezogen habe, welche Vorbilder ich habe, welche Menschen mich beeinflusst haben, was meine Eltern mir beigebracht haben, was ich mir für Urteile gebildet habe, wie gut ich in geistigen Fähigkeiten trainiert bin, wie gut ich Auto fahren kann und so weiter und so fort. Das ist da alles drin. Also, ne, hier. Das da ist das hier. Also hier ist Wissen und Erfahrung und alles andere drin. Ich spare mir mal das viele Schreiben. Was hier drin ist, nämlich die Eigendynamik von Denken. Der ist sowas wie ein Antwortenberater. Du musst dir diesen Monkey Mind so vorstellen, da sitzt so ein kleines Äffchen in deinem Kopf, hat so eine Zettelkiste und kommt ein Reiz rein, sagt das Äffchen, ah, den Reiz kenne ich, nehmen wir mal Antwortkarte A, zack, und reagieren dann so darauf. Und das, meine Lieben, passiert in 99% der Fälle. Heißt, kommt ein Reiz rein, nehme ich über meine Sinne wahr, gehe zu meiner Festplatte. Noch ein kleines Spielchen. Ich lade euch mal zu meinem imaginären Mittagessen jetzt ein. Erstes Menü kannst du wählen. Cheeseburger oder Tofu-Burger? Wer nimmt den Cheeseburger? Mal Hand hoch. Gut, dann gehe ich mal davon aus, die anderen nehmen den Tofu-Burger. Gut, habt ihr euch entschieden. Zweites Menü. Ernst gemeinte Antwort bitte. Erstes Menü ist Ritzblub und das zweite ist Schnitzblub. Ernst gemeinte Antwort, welches würdest du nehmen? Die Anja zuckt mit den Schultern. Manuela sagt das Erste. Aber auf welcher Basis? Weißt du denn überhaupt noch was zu essen? Das Erste war eine Kiste Nägel und das Zweite war ein Eimer Rattengift. Warum war das so schwer, sich beim Zweiten für was zu entscheiden? Was hat euch da gefehlt? Die Anknüpfung an irgendwas Bekannten. Die Erfahrung fehlt. Du konntest dich beim Ersten konntest dich entscheiden. Du weißt, was ein Tofu-Burger ist und du weißt, was ein Cheeseburger ist. Also kannst du dich entscheiden. Warum? Weil du Erfahrung hast. Beim Zweiten kannst du dich nicht entscheiden, weil ich könnte das ja nicht mehr wiedergeben, was ich gerade gesagt habe. Es war ja frei erfunden. Warum? Was ich euch da zeigen will. Du kannst dich nicht mit etwas denken und mit etwas bewerten, wo dir jegliche Erfahrung fehlt. Das heißt, denken und bewerten geht nur auf Basis dessen, was hier auf deiner Festplatte drauf ist. Heißt, was du gelernt hast. Guck mal, die Fahrschüler, die zu euch kommen, wisst ihr, was in dem Topf nicht drin ist? Wie fahre ich ein Auto? Und wer befüllt den Topf? Ihr. Ihr seid diejenigen, die dafür sorgen, dass all durch den Verkehr kommen. Und deswegen kommen die zu euch und machen hier den Topf voll. Also seid ihr dafür da, dass Menschen im Straßenverkehr sicher sind. Sowohl die im Auto als auch die draußen. Ich bin dafür da, dass du in dir sicher bist und zwar auf emotionaler Art und Weise. Jetzt stell mal vor, hier ist dieser Automatismus von Denken und Bewerten drin. Da kommt ein Reiz rein, wie ein anstrengender Fahrschüler und du hast schon einen harten Tag hinter dir und der war nicht einfach wegen Corona und dann ist hier auch schon Stress im Topf, weil es die aktuelle Emotion ist und du kannst nur das hier, was in dem Topf ist, nutzen zum Denken und Bewerten. Nochmal, du kannst nur mit dem auf die Welt reagieren. Wenn du noch nie was über Emotionen gelernt hast, dann ist das auch nicht auf der Festplatte. Und dann kannst du es auch nicht benutzen. Heißt, kommt ein Reiz rein, du benutzt das, was in deinem Topf ist, nutzt das zum Denken und Bewerten und dann
entsteht Emotion. Wie zum Beispiel Stress. Das ist der Prozess, wie Emotion entsteht. That's it. Emotion ist keine Bestrafung des Schülers oder eines Tages. Stress ist dein Denken und Bewerten gegenüber der Summe an Reizen, die du während des Tages wahrgenommen hast. Stau, Hitze, Maske, beschlagene Brille, Fahrschüler zu spät, Fahrschüler nicht aufgetaucht, Fahrschüler untalentiert, hat noch zu entwickelndes Potenzial, was das Finden von Kupplung und Bremse angeht. Aber der Stress in dir ist ausschließlich deine eigene Entscheidung. Und zwar wann? Jetzt. Denken und bewerten geht nur jetzt. Reiz? Mein bisher entwickeltes Potenzial nutze ich zum Denken und Bewerten, entsteht Emotion. Und was dann noch passiert, wenn du dann auf dem Sofa sitzt und denkst, boah, bin ich fertig, dann wird dieser Satz wieder zu einem Reiz. Stell mal vor, du sitzt auf dem Sofa und denkst, du bist nicht gut genug, nicht erfolgreich genug, nicht groß, nicht klein, nicht dick, nicht dünn genug. Du denkst das und dann wird diese eigene negative Emotion wieder zum Reiz, wird hier von deinem Monkey Mind bestätigt und dann hast du ja unten sowas wie eben schlechte Laune hoch 2. Und wenn wir schlechte Laune haben, ist hier in unserem Topf drin ganz viele Ablenkungs- und Belohnungsmechanismen wie Rauchen, Trinken, Shoppen, Körperkult, Kino, Massage, keine Ahnung, Urlaub, um uns zu befriedigen. Ändert aber nicht die Art und Weise, wie wir denken. Und das ist die ganze Welt der Psychologie. Wann das hier stattfindet, das hier ist immer jetzt. Mit einer einfachen Frage. Das Leben klingelt an der Tür. Du bist nicht zu Hause. Wer macht auf? Nochmal. Das Leben klingelt an der Tür. Du bist nicht zu Hause. Wer macht auf? Ist dein Monkey Mind, dein Antwortenberater. Oder anders gesagt, deine Muster. Na, habt ihr auch Muster? Wie ist das unter Fahrschullehrern? Rauchen die? Der eine. Abends. Wir haben alle Muster. Die Frage ist nur, ob diese Muster auch wirklich heilsam sind, ob die dir wirklich auch was bringen. Und das hier ist wie eine Emotionswaschmaschine. Kommt ein Reiz rein, du hast hier etwas gelernt, das nutzt du im Jetzt zu denken und bewerten, kommt Emotion raus. Die eigene Emotion wird wie was da fehlt, ist die Tür. Ist das bei allen angekommen? Habt ihr das verstanden? Bewegt mal euren Körper mit so vielleicht, damit ich weiß, dass ihr noch wach seid. Dirk, ich darf mal kurz zwischenrein fragen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen eine hängende Verbindung haben zum Dirk. Ist das bei euch auch so, dass er manchmal zwischendrin steht? Ja? Ja, habe ich auch. Geht wieder? Also ich mag euch alle auffordern, gell? Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da gerade irgendwie also keinen Ton mehr habt oder kein Bild mehr habt, dann ruft ruhig mal rein oder gebt ein Zeichen, dass es für den Dirk auch wichtig ist, eventuell Dinge, die nicht angekommen sind, nochmal zu wiederholen. Deswegen nochmal die Frage in die Runde, seid ihr mit dem, was der Dirk da momentan auf seinem Chart stehen hat, fein oder gibt es dazu eine Rückfrage? Die letzte Minute möchte ich kurz wiederholen. Die letzte Minute, mein lieber Dirk. Ja, mache ich, gerne. Deswegen wart ihr so still. Danke, Nils. Was ich gesagt habe, ist, dass wenn du selber eine schlechte Emotion hast, ich muss hier gerade noch mal leiser machen, das höre ich mich doppelt. Wenn ich eine Emotion habe, wird diese eigene Emotion wieder zu einem Reiz. Also ich sitze auf dem Sofa und denke, ich bin hier gestresst, dann wird das Gestresstsein zum Reiz, trifft wieder auf mein Denken und Bewerten, denke ich, ja, boah, ich bin voll gestresst, boah, tue ich mir leid, was bin ich, eine arme Socke. Das heißt, die Emotion verstärkt sich dann. Und was die dann macht, und das ist das Gefährliche, die wandert dann irgendwann in diesen Topf.
Und dann denkst du von dir, boah, ich bin ja so gestresst. Das nennt man dann so eine Art Grundrauschen im Hintergrund. Und dann wird dieses Gestresstsein als Filter für alles, was du erlebst. Das heißt, je höher dieser Stresslevel in deinem Topf schon ist, desto kleiner müssen die Reize sein, weil hier ist schon Stress drin und das wird zum Bewerten genutzt. Und so entsteht dann Stress. Jetzt werdet euch gewundert haben, der hat ja noch Platz auf dem Flipchart. Und das ist genau das, was ich eben vorgearbeitet habe. Jetzt komme nämlich ich ins Spiel. Oder besser gesagt, die Achtsamkeit. Stell mal vor, hier in dem Topf ist drin, du hast ganz viele Fehler. Kommt ein Reiz rein, dein Monkey Mind sagt dir, Dirk, du hast ganz viele Fehler, du bist nicht gut genug, kommt hier unten keine gute Laune raus. Ich fange mich an, daran zu gewöhnen, nicht gut genug zu sein. Das war übrigens mein Leben früher. Wenn wir hier Fehler haben, haben wir hier auf einmal Potenzial. Das ist ein ganz anderes Wort, zu entwickelndes Potenzial. Hier in dem Topf hängen wir nur in der Vergangenheit und in der Zukunft. Durch Achtsamkeitstraining lernen wir, dass Leben ausschließlich jetzt stattfindet. In dem Topf hier ist zu Hause in Bad Kissingen, in Frankfurt und in Düsseldorf. In dem Topf hier ist zu Hause in mir. Zu Hause gleich ich. Und dann stell mal vor, du wüsstest, wie Emotion entsteht und du könntest das jemandem erklären. Dann sind wir nämlich bereit, denken, bewerten, Emotionen. Ich kürze das mal ab. Und dann stell dir mal vor, du hättest eine Adresse, wie man nach Bad Glückshausen fahren kann. Stell mal vor, du hättest wirklich eine Definition, was Glück ist, die dir auch wirklich was bringt. Hier haben wir eben bei der Übung gemerkt, dass die meisten keine Definition von Glück haben, also wir alle im Kreis fahren. Und ne, ich mag nicht neunmal klug sein, ich bin 35 Jahre nur im Kreis gefahren oder eher Karussell gefahren. Ich habe ein sehr extremes Leben hinter mir, ich habe in besetzten Häusern gelebt, in Klöstern und ach Gott, was ich alles gemacht habe. Immer auf der Suche nach Glück. Aber Glück kann man einfach strukturiert lernen, wie Autofahren. Und Glück, und jetzt komme ich zur Definition, Glück ist das bewusste Vermeiden von negativer Emotion im gegenwärtigen Moment auf Basis dessen, was ich bisher gelernt habe. Oder kurz gesagt, Glück ist die Abwesenheit von Leid. Heißt, wir streben nicht danach, irgendwelche Dinge zu haben, wie dicke Autos, Aktienportfolios, riesige Häuser. Weil wenn das mein Glück ist, bin ich ein Junkie. Wenn ich nur glücklich bin, weil ich ein großes Haus habe, bin ich nur so lange halbwegs, glaube ich, glücklich zu sein, solange das Haus noch da ist. Und wenn das Haus weg ist, ist es kein Glück. Alles, was im Außen, was uns als Reiz glücklich macht, hat immer eine Halbwertszeit und ist immer eine Form von Abhängigkeit. Glück ist das bewusste Vermeiden von Leid, jetzt, also in der Art, wie ich denke und bewerte, damit da unten eine Emotion rauskommt, die mich stressfrei werden lässt, die mich zufriedener werden lässt, die mir ermöglicht, mit demselben starken, vielleicht auch negativen Reiz, eine gute Emotion zu haben. Also haben wir hier auch noch die Definition von Glück. Und was wir in der Achtsamkeit lernen, ist alles, was über meine Antennen reinkommt, erstmal als Reiz zu betiteln und es nicht zu bewerten. Weil wenn ich es schon bewertet habe, dann bin ich schon hier. Da stehe ich schon vor der Haustür der Emotion. Wenn ich aber erstmal alles, was da reinkommt, also ein Fahrschüler, wo du denkst, boah, auf den habe ich heute aber irgendwie gar keinen Bock, oder auf Steuerberatertermin oder irgendwas, dann hast du dir schon eine Emotion gemacht, die deinen Tag nicht besser macht. Und eins noch, jede negative Emotion vergiftet deinen Körper. Es wird Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. In jedem Moment, wo du schlechte Laune hast, stirbst du früher. Klingt hart, ist aber so. Jede Form von Emotion sorgt dafür, dass in deinem Körper Cortisol ausgeschüttet wird. Also Stresshormon, nicht gesund. Musst du überlegen, das ist wie jeden Morgen Glas Rattengift trinken, wenn du oft schlecht gelaunt bist oder genervt oder eben gestresst. Und was wir in der Achtsamkeit machen, wir ändern hier den Weg. Stell mal vor, zu deiner Fahrschule gibt es nur eine Straße. Und stell mal vor, ich baue neben die Straße noch eine Straße. Was könntest du denn auf einmal machen? Du könntest dich zwischen den zwei Straßen entscheiden. Stell mal vor, du entscheidest dich
an deine neue Software zu gehen. Unangenehmer Reiz, keine Ahnung, Steuernachzahlung oder irgendwas, Auto kaputt, obwohl du es gerade dringend brauchst. Wenn du den Weg hier gehst, kommt da unten das raus. Wenn du jetzt hier bist, nutzt du, egal was schiefgegangen ist, sagst du nicht, was bin ich für eine Pfeife, dass ich das nicht hinbekommen habe, sondern ich sage, okay, hat nicht geklappt, aber ich habe ja noch Potenzial, das zu lernen. Ich muss mich darum kümmern, was für Emotionen ich jetzt habe. Du bist doch derjenige, der die Emotion macht. Dann entscheide ich doch für eine, die es Spaß macht. Wer von euch will denn schlecht gelaunt sein? Ich nicht. Und wir denken immer, Emotion ist sowas, was vom Himmel fällt. Das ist wie eine Bestrafung. Oder die anderen sind schuld. Hier, die Reize sind schuld, dass ich genervt bin. Meine Kunden, mein Steuerberater, die Corona-Politik, das ist alles schuld, dass ich schlecht gelaunt bin. Ja, das kann dir nicht gefallen. Das ist vollkommen okay. Aber wer von euch steht denn morgens auf und wünscht sich echt schlechte Laune für sich selber? Wer steht morgens auf und denkt, boah, wäre ich gerne total genervt heute Abend? Keiner. Emotion ist keine Bestrafung. Emotion ist das Ergebnis eines Prozesses. Reiz, Denken, Bewerten, Emotion. Und Denken und Bewerten kann ich immer nur auf der Basis, was ich weiß. Und das ist beim Autofahren nichts anderes. Du kannst nur so gut Autofahren, wie du Wissen übers Autofahren hast. Du kannst nur so gut Autofahren, wie du Praxis im Autofahren hast. Und das Ziel vom Autofahren ist genau dasselbe wie in der Achtsamkeit. Das bewusste Vermeiden von Leid im Hier und Jetzt für mich und alle anderen, indem ich keinen über den Haufen fahre. Deswegen ist Achtsamkeit und Fahrschule ein und dasselbe. Ihr bringt Leute durch den Großstadtdschungel. Ich bringe Leute durch den Dschungel hier oben. Ist nichts anderes. Und wir alle wollen eine konkrete Adresse haben. Und wenn ich das hier auf einmal nutze zum Denken und Bewerten, kommen hier unten zwei Emotionen raus, die hier, die in unserer Gesellschaft blöderweise total unterschätzt wird, nämlich ein Zustand von Gleichmut, einer ausgeglichenen Emotion. Nicht Gleichgültigkeit, Gleichmut. Das bewusste Entscheiden für eine ausgeglichene Emotion oder das hier. Auch das wird wieder zum Reiz und lagert sich als Grundstimmung wieder in deinem Topf ab. Und jetzt überleg mal, du würdest das hier zum Emotionsmachen benutzen, anstatt das hier. Und das ist der Weg, für den man sich entscheiden kann. Und um dahin zu kommen, muss man genau dasselbe machen. Autofahren lernt man, indem man es strukturiert lernt von jemandem, der weiß, wie es geht und der es gut vermitteln kann. Das ist das, was ihr seit Jahren jeden Tag tut. Ihr helft Menschen dabei, nicht zu leiden. Achtsamkeit ist genau dasselbe. Nur eine andere Richtung. Was ich in diesem kurzen Vortrag hier heute machen will, ist euch nicht glücklicher machen oder euch die ganze Welt der Achtsamkeit zeigen. Ich möchte euch eher dafür anzünden, euch vielleicht mal ein bisschen mit diesem Thema zu beschäftigen, mal drüber nachzudenken, wie viel Jetztzeit habe ich eigentlich bei mir? Bin ich überhaupt mal da drin? Habe ich eine Ahnung, was hier in diesem Topf alles an so Glaubenssätzen drin sind? Übrigens hier unten so das untere Drittel, ne? Das hier. Haben unsere Eltern Folge macht. Muss mir überlegen, ob da Sätze drin sind, die vielleicht gar nicht so gut sind, die du immer zum Denken und Bewerten benutzt. Guck mal, jeder macht Updates am Handy. Da oben auch schon mal ein Update gemacht. Keiner von euch benutzt mehr Windows 95. Warum? Olle Software. Überleg dir mal, wie alt die Software hier ist. Und ob die nicht zu Dingen führt, die du gar nicht haben willst. Und deswegen ist Achtsamkeit wirklich für jeden Menschen ein Thema, weil es geht um Emotionen und jeder von uns hat Emotionen. Und die wichtigsten Sachen, die ich euch mitgeben kann, um es mal kurz zusammenzufassen, ist, dass Glück etwas ist, was ich bewusst tun kann. Stressfrei zu sein, kann ich bewusst tun.
Dafür muss ich mich da, wo Emotion entsteht, nämlich hier drin, einfach richtig gut auskennen und öfter mal da sein. Da kommt dann zum Beispiel die Praxis der Meditation ins Spiel. Da geht es nicht um Erscheinungen, da geht es einfach nur ums Training, bewusster wahrzunehmen, was ich eigentlich mache. Heißt, wir gucken uns beim Denken zu, um das ganz einfach zu sagen. Dann sollte man wissen, wie Emotionen entstehen. Reiz, Denken, Bewerten auf Basis meines bisher entwickelten Potenzials. Und dann entsteht Emotion. Und du solltest eine Adresse, konkrete Adresse für Glück haben, nämlich das bewusste Vermeiden von negativer Emotion jetzt. Für mich und alle anderen. Und das ist so ein kleiner Einblick in das Thema Achtsamkeit. Und wenn du jetzt noch einen konkreten Tipp haben willst, was du so machen kannst, das ist mega einfach. Nach jedem Fahrschulgast, der aus deinem Auto rausgeklettert ist. Ich weiß, ihr macht auch andere Sachen, Büro und so, aber ich bleibe einfach mal bei diesem klassischen Bild, was ich im Kopf habe. Ihr sitzt auf dem Beifahrersitz und es steigt einer aus. Nicht direkt wieder etwas tun. Bleib doch einfach mal 30 Sekunden sitzen. Mach doch mal die Augen zu und fang bewusst an zu atmen. 5 oder 6 Atemzüge. Hak mal diese Fahrstunde in deinem Kopf komplett ab. Weil wenn du noch grummelig bist aufgrund der Fahrstunde, bist du auch grummelig in der nächsten Fahrstunde. Wenn du genervt bist von der Fahrstunde vorher, wirst du in der nächsten Fahrstunde genervt sein, weil genervt sein immer noch in deinem Topf drin ist. Und das mache ich auch bei DAX-Konzernen so. Die fangen ihre Stunden, ich habe so eine ThyssenKrupp und sowas, 1&1, ADAC, Sparkasse und so, das sind so Leute, die ich so mache. Die fangen hiermit ihre Meetings an. Die läuten ihr Glöckchen, dann sitzen die eine halbe Minute da und schweigen. Warum? Weil es funktioniert. Es funktioniert einfach. Du solltest, wenn du ein Thema hast, das dich innerlich beschäftigt, einen Cut machen durch bewusstes Atmen. Und das kennt ihr alle. Wenn jemand hyperventiliert, sich mega aufregt, was sagt ihr dann? Ihr klopft ihm auf die Schulter und sagt, komm, atme mal tief durch. Was da passiert? Wir bringen gedankliche Leistung mit dem Körper wieder zusammen, indem wir uns durchs tiefe Atmen auf das Atmen konzentrieren. In dem Moment, wo du das tust, kann man nichts anderes mehr. Weil du kannst nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Könnt ihr mal versuchen, 1 und 2 gleichzeitig zu denken. Aber kommt nicht mit 12, die Nummer kenne ich schon. Versuch mal 1 und 2 gleichzeitig zu denken. Klappt das? Nee, klappt nicht. Heißt, wir Menschen können nicht zwei Dinge übereinander denken, sondern nur nebeneinander. Das heißt, in dem Moment, wo du dich auf deine Atmung konzentrierst, kannst du das hier gar nicht mehr herstellen. Weil derjenige, der das tut, gerade mit Atmen beschäftigt ist. Und das ist genau der Grund, warum, wenn wir Stress haben, Fernsehen gucken oder Bibi Blocksberg zum Einschlafen hören. Weil wir unsere eigenen Gedanken abstellen wollen. Das Problem ist nur, dass die Muster, wie wir da hinkommen, davon nicht weggehen. Also der einfachste Tipp, den ich euch geben kann, nach jeder Situation, die für dich ein abgeschlossener Block am Tag ist, ob es eine Fahrstunde ist, ob es ein Telefonat ist, ob es ein Meeting ist oder was auch immer. Vielleicht habt ihr Man in Black gesehen, da wird so geblitzdingst. Blitzdings dich doch mal nach so einem Termin. Komm mal bei dir an, komm mal für ein paar Sekunden nach Hause, atme mal, mach dir bewusst, was du vom Leben willst, nämlich nicht leiden und deswegen aufregen bringt gar nichts außer einen früheren Tod. Und das Bedürfnis nach mehr Zigaretten und Alkohol. Nur um so klassische Klischees zu bedienen. Nicht alle von euch rauchen und trinken. Aber dann habt ihr irgendwas anderes, womit ihr euch ablenkt. Und das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist das Wissen, wie ein Mensch funktioniert. Und warum wissen wir da so wenig drüber? Weil die Menschen, die unsere Töpfe befüllt haben, da auch keine Ahnung von haben. Ich kann meinen Eltern nicht böse sein, dass sie mir nicht über Emotionen beigebracht haben, weil sie selber keine Ahnung davon haben. Und so war das übrigens auch, als ich in die Fahrschule gegangen bin. Guck mal, meine erste Fahrschulprüfung habe ich fürs Mofa gemacht. Ich weiß gar nicht, gibt es heute noch Mofa? Muss man noch Führerschein machen? Auf jeden Fall, ich glaube, ich bin nicht ein total dummer Typ. Aber was habe ich gemacht? Ich bin bei der ersten Mofa-Prüfung durch die Theorie gerasselt. Habe ich gedacht, Fehler, ich bin nicht gut genug. Heute würde ich sagen, zu entwickelndes Potenzial, muss halt nochmal üben. Aber ich habe dann keinen Stress mehr.
Ich erzeuge keine Schuld mehr in mir. Kein bisschen nicht gut genug oder so. Das hat nichts mit positivem Denken zu tun. Das hat was mit ganz bewussten Entscheiden hier zu tun. Da. Und zwar auf Basis meiner Definition von Glück. Und heute kann ich sagen, ich bin glücklich. Und das war es im Kern, das, was ich euch erzählen möchte. Und jetzt würde ich mich mega freuen, wenn der eine oder andere noch eine Anwendungsfrage hat, eine Rückfrage oder was auch immer. Also Leute, legt los. Ja, ich weiß, ich bin manchmal, rede immer viel, aber dafür hat der Nils mich auch gebucht. Könnt ihr damit was anfangen? Der Marco nickt mit dem Kopf. Also ich sag mal, Marco, warst du auch, Herr Marco Raucher, warst du auch in Heidau? Marco, du hast, ja. Noch nicht, ich komme zum Ende des Jahres mit dazu. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Bei der Nicole bin ich mir ganz sicher. Genau. Hat das, was ich gemacht habe, was mit Fahrschule zu tun? Habt ihr Emotionen als Fahrschullehrer? Habt ihr Schüler, die Emotionen haben? Habt ihr einen Steuerberater, der Emotionen hat? Oder Corona-Auflagen, die Emotionen antriggern können? Dirk, ich fahre da mal ein bisschen rein. Wir haben jetzt tatsächlich so die eine oder andere Wortmeldung. Die Manuela hat, glaube ich, einmal die Hand gehoben. Die Anja hat eben einmal die Hand gehoben. Ich habe nicht genau die Reihenfolge im Griff. Aber Manuela, bitte. Ich glaube, du hast eine konkrete Frage an den Dirk. Genau. Schaffst du das immer, dieses Innehalten, nur dass du halt kurz, ich sag mal, in dich reinatmest? Weil ich habe jetzt so viele Situationen. Ich habe eine Situation im Büro, die mich die Stimme genervt hat, bevor ich dann zum nächsten komme. Aber es hat ja doch irgendwo im Kopf. Also, es ist ja. Ein Handwerkzeug oder sowas. Deine Frage ist super. Die Frage habe ich immer gestellt. Bist du immer achtsam? Nee. Weißt du warum? Weil wir verstehen müssen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, dann hätte ich euch das auch noch beigebracht, was ist denn die wesentliche Eigenschaft eines Menschen? Dass er nicht perfekt ist. Das zu akzeptieren, dass ich auch mal nicht richtig bin, nicht achtsam bin, ist vollkommen okay. In dem Moment, wo ich das akzeptiere, bin ich mega achtsam. Weißt du, ich bin herrlich unperfekt, so wie ihr alle da. Der Nils auch. Das zu verstehen, kommt auch hier rein. Ich muss nicht perfekt sein. Ich muss mich nur bemühen, im gegenwärtigen Moment für mich und die anderen das Bestmöglichste rauszuholen. Das ist alles. Etwas nicht hinzukriegen, gehört zum Bauplan von jedem Menschen dazu. Ob der jetzt auf dem Beifahrersitz im Fahrschulauto sitzt oder du im Büro sitzt. Es geht darum, dass wir uns daran gewöhnen. Du musst dir überlegen, ich bin wie in dem Topf, wollte ich sterben. Und das ist der Topf, den ich heute lebe. Ich kann heute nur so ein entspannter Typ sein, weil ich das auf meiner Festplatte habe. Das heißt, je länger du Auto fährst, desto besser, sicherer fährst du. Und dann guckst du nicht mehr, wo der dritte Gang ist. Leute fragen mich, läufst du mit diesen ganzen Theoriesachen durch die Gegend und lebst dann so dein Leben? Sag ich, nee, wie ich lebe, ist dumm, dumm, die dumm, die dumm. Weil ich mich daran gewöhnt habe. Das da ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und nicht perfekt zu sein und es nicht immer hinzukriegen, gehört dazu. Aber zu merken, dass du gerade schlecht gelaunt bist oder gestresst, könnte dazu führen, dass du diese Emotion als Reiß nimmst und so hier durchschiebst. Und dann sagst, was rege ich mich denn auf? Scheibe vom Auto ist kaputt. Wird die wieder ganz, wenn ich jetzt schlecht gelaunt bin? Macht es überweisend für die Werkstatt mehr Sinn, wenn ich mich jetzt aufrege? Achtsamkeit heißt, dass du dich dafür entscheidest, wie es dir geht. Und das kannst nur du entscheiden, egal was an Reizen reinkommt. Cool. Da wird genickt. Ich spüre hier ganz, ganz viel Betroffenheit wieder, ne? Ganz, ganz viel Ansaugen von Informationen und Verarbeiten. Also ich sehe da förmlich die ganzen Zahnräder laufen ein Stück weit. Das ist großartig, lieber Dirk. Ich habe wahnsinnig coole Sätze von dir aufgeschrieben, immer die ich nachher nochmal schnell zitieren möchte. Der Michael, glaube ich, hat hier nochmal eine Rückfrage dazu. Michael, bitte. Ja, ganz gut. Aber Dirk, kann Achtsamkeit dann nicht manchmal gegenüber meinen Mitmenschen auch verletzend sein? Also, Achtsamkeit verletzend? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so für mich sage, okay, ich kriege jetzt irgendwie so mitgeteilt, hey, ich würde mir jetzt, also einfach mal so eine Beziehungsebene,
ich würde. Tut mir leid, Ton, ich habe so einen Hall, dass ich euch fast gar nicht verstehe. Ich höre das immer dreimal. Ich versuche. Du hängst gerade bei mir. Jetzt hört das gar nicht mehr. Schade, ja. Genau. Ja. Wir warten einfach kurz, bis das Ahrtal wieder. Ja. Michael, deine Frage ist, glaube ich, grundsätzlich, ob Achtsamkeit verletzend sein kann. Du wolltest ein Beziehungsbeispiel nennen dafür. Ich wollte ein Beziehungsbeispiel nennen, genau. Also, angenommen, weil du hast da gesagt, ja, jetzt kommen so diese negativen Emotionen, zum Beispiel von der Frau. Ja, ich würde mir wünschen, das, ich würde mir wünschen, das. Und ich sage jetzt einfach, hey, gut, was soll ich wissen? Also, ich lasse das nicht an mich ran, denn dann ist es doch auch... Ja, du meinst, du reagierst nicht mit Gleichgültigkeit drauf. Okay. Das ist das, weil das würde sie ja wieder, ne, wenn du mit Gleichgültigkeit reagierst, würde sie das wieder antriggern, sie wäre sauer, weil sie sagt, du wirst nicht ernst, ich werde nicht ernst genommen von dir, das interessiert dich ja nicht, sowas, ne? Okay, ja. Ja, du könntest aber sagen, weißt du, Schatz, was ich in dir sehe, ich sehe gerade, dass dir nicht gut geht. Und ich habe das gehört, was du gesagt hast. Und ich nehme das auch ernst. Aber ich habe in einem Workshop gelernt, dass Glück die Abwesenheit von Leid für mich und für dich ist. Also das heißt, deswegen ist so eine anderthalb Stunden ist immer so schwierig, zu kurz. Da geht es um Mitgefühl, zu verstehen, dass wenn jemand was Unheilsames sagt, und das ist vielleicht noch ein Tipp für in jedes Auto und in jede Fahrschule, wenn Menschen etwas Negatives tun, geht es nie um dich. Weißt du warum? Alles, was Negatives kommt, basiert auf innerem Leid. Also zuerst ist mein Leid da und dann siehst du die Symptomatik meines eigenen Leides, indem ich dich beschimpfe. Was wir da machen in der Achtsamkeit, wir reagieren mit Mitgefühl. Das heißt, wir sehen das Leid in dem anderen und verstehen, warum der gerade so ist. Und wir werden das nicht verurteilen und werden es definitiv nicht mit Gleichgültigkeit abtun. Also wir reden dann eher mit den Leuten. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist in zwei Minuten das zu erklären, das ist immer nicht ganz nährend. Aber vielleicht hast du verstanden, wo ich hin will. Nicht mit Gleichgültigkeit, nicht mit Ablehnung, sondern... zu sagen, ich höre dich, was willst du mir denn eigentlich wirklich sagen? Dass es dir nicht gut geht? Dann sag mir das bitte, dann verstehe ich dich auch besser. Also, um es ganz kurz zu machen, in so Situationen bitte ich die Leute immer, ihren Partner oder ihren Gegenüber zu bitten, ihnen so eine Art Landkarte zu machen. Sag mir, was du wirklich gerade denkst und was du fühlst, weil nur wenn du mir wirklich sagst, was du gerade denkst und fühlst, kann ich auch wirklich auf dich reagieren. Ne? Wenn da einer sagt, du bist zu spät gekommen, meint aber, ich hasse dich, weil ich musste das Mittagessen wegschmeißen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Krasse Beispiel. Also Leute, ihr merkt schon, ich glaube, wir könnten dem Dirk jetzt stundenlang weiter zuhören und weiterarbeiten. Und trotzdem schaue ich natürlich so ein bisschen auf die Uhr. Gell? Wir haben formal eigentlich noch 4 Minuten bis zum Ende der Veranstaltung. Aber ich würde es gerne mal in die Runde geben, und zwar in Form von 2 Fragen. Meine erste Frage heißt, und ich bitte euch um eine glasklare, deutliche Rückmeldung. Macht das Thema Achtsamkeit für euch auch im Kontext einer Fahrschule Sinn? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay. Macht es. Ich glaube, wir praktizieren das ja auch jeden Tag. Also wie oft... Wie oft hören wir im Auto, oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, und dann erklärt mir dem Schüler, hey, wir sind hier zum Lernen und so. Also wir tun das ja schon. Ja. Ja, guck mal, ihr macht dasselbe wie ich. Ihr sitzt jeden Tag mit dem auf dem Sofa und coacht die. Nur, dass euer Sofa fährt. Meinst du, steht in der Max-Mustermann-Straße ohne Räder. Aber ihr macht doch wirklich genau dasselbe. Ihr befüllt den Autofahrtopf. Und gleichzeitig bringt er denen auch bei, wie sie im Straßenverkehr gelassener sein sollen. Stell mal vor, du erklärst das demnächst deinen Fahrschülern mit, pass mal auf, Schätzelein, wie du im Verkehr besser klarkommst, ist so. Der Typ, der gerade hinter dir hupt und Lichthupe, ist der Reiz. Du musst denken und bewerten. Denke und bewerte, dass du entspannt und sicher weiterfahren kannst. Und dann kommt da unten die Emotion raus. Also wenn ihr dieses Reizdenken, Bewerten mit ins Auto oder in die Fahrschule Unterricht nehmen könnt, würde ich mich mega freuen. Cool. Wollt ihr mehr von Dirk gemein? Ja. Danke, Frau Schmidt. Danke, Sabine.
Ich sehe ja nur eine gewisse Anzahl, ich sehe ja nicht alle hier auf dem, ich habe hier 7, 8 Leute von euch drauf, deswegen sehe ich immer nur dieselben. Ich darf euch parallel natürlich gerne einmal die Webseite von Dirk einblenden. Ne? Ihr findet ihn unter dirkgemein, zusammengeschrieben.de, da ist er mit Haut und Haar und mit allem, was er so hat, auch zu erleben und auch ansprechbar. Also wer da Interesse hat, der schaut doch da bitte einmal rein. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel weiterführende Informationen für und über Dirk ist und ich glaube, ihr könnt auch ganz gut damit ihm in Kontakt treten. Ich selber für mich, lieber Dirk, nehme dir, das habe ich letztes Mal schon gesagt, jedes Wort, was du sagst, ab. Ich habe immer so eine Schublade, da bin ich wieder gell, in meiner Lebenserfahrung drin, dass ich sage, wenn die Typen mit der Achtsamkeit kommen, dann wird es immer so esoterisch und dich habe ich damals schon kennengelernt und auch heute geht es mir wieder so. Das hat mit Esoterik überhaupt nichts zu tun, 0,0, sondern mit ganz pragmatischen Ansätzen und ganz, ganz einfachen Mitteln und Werkzeugen, Dinge aufzulösen. Dafür Dankeschön. Ich liebe dich für diesen einen Satz, den du da immer sagst, ich habe mir aufgeschrieben, ich denke, obwohl ich nicht will und was ich da denke, habe ich noch nicht mal bestellt. Das ist so, wie wenn du Päckchen geliefert bekommst, die du nicht bestellt hast. Da mit diesem Satz holst du mich so dermaßen ab. Das ist Wahnsinn und klar, ich wünsche mir, dass ich das auch viel präsenter in meinen Alltag wieder einbauen kann und ich hätte am liebsten so, weiß ich nicht, gefühlt jede Woche mit dir 30 Minuten Gespräch, um einmal wieder so wachgerüttelt zu werden, solche Dinge. Also ich, ja, das ist wie Fahrstunden, Nils. Ja, ich nehme unendlich viel von dir mit, lieber Dirk. Ganz herzlich Dankeschön für diese Zeit und für diesen Input. Und liebe Leute, könnt ihr eure Mikrofone einschalten und dem Dirk bitte mal von ganzem Herzen einen tosenden Applaus, einen Füßetrampel oder was auch immer. Und ich bedanke mich für die Einladung. Ich bedanke mich bei Nicole, die mich an den Nils weitergereicht hat. Und ich habe gerade Gänsehaut, weil es so schön war, auch wenn es nur online ist. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal beim Live-Workshop und dann werdet ihr merken, dann kann man das auch noch richtig spüren. Online ist immer so ein bisschen Distanz, aber ich hoffe, ihr konntet wirklich was mitnehmen. Und ich bedanke mich, dass ihr die Zeit investiert habt, um mir zuzuhören. In diesem Sinn, lieber Dirk, vielen, vielen Dank. Ich melde mich bei dir nachher nochmal schnell telefonisch. Ich darf den Deckel hier offiziell raufhauen und würde euch gern einmal tatsächlich nochmal so ein bisschen auf unsere Herbsttermine mitverweisen. Ja, 2022 Herbst-Netzwerk. Es gibt noch ein paar Plätze frei in den Veranstaltungen. Schaut da rein, wenn es für euch ein Thema ist. Wir gehen jetzt einmal in die Sommerpause miteinander. Es gibt weitere Veranstaltungen tatsächlich wieder im Herbst. Wir werden das Format weitermachen. In diesem Sinne, danke, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt. Bleibt gesund, macht keinen Scheiß und werdet Herr eurer Gedanken und eurer Emotionen. In diesem Sinne, wir sehen uns. Alles Gute. Bis dahin.